Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal, den Kollektionista, der Sammler. Ich bin Andrea und heute gibt es wieder eine neue Review für euch. So, wie versprochen, heute werde ich euch den Marty McFly aus dem zweiten Teil zeigen. Die Figur, wie gesagt, gehört mir nicht, sondern ist ja von einem Kumpel von mir aus Italien. Der wird auch bald auch seine Figuren bekommen, die er gekauft hat. Und freut sich natürlich sehr, aber wie gesagt, er hatte mir die Möglichkeit gegeben, sein Marty in dem Fall auch zu reviewen. Deswegen kann ich euch heute das sehr gerne ja zeigen. Auch ja, ich meine, so einen richtigen Vergleich habe ich euch schon letzte Woche erzählt und so wird bei mit dem nächsten Video geben mit beiden Figuren. Welche euch dann mehr gefällt, natürlich entscheidet ihr am Ende. Das ist die Verpackung, im Endeffekt ziemlich ähnlich wie die aus dem ersten Teil, nur in dem Fall haben wir jetzt die Schrift mit Back to the Future Part 2, weil das ist ja aus dem zweiten Teil ist. Und die DeLorean in dem Fall haben wir nicht mehr im Hintergrund, sondern direkt hier vorne. Also sieht es eher so aus, ob die auf uns zufährt. Wirklich sehr cool. Hier hinten haben wir sogar ein paar Blitze. Auch ganz nice. Auf der Motorhaube haben wir Namen von den Charakter in dem Fall. Marty McFly, Movie Masterpiece Series, MMS 379, One Six Scale Collectible Figure. Unten links das Logo von der Toys und Movie Masterpiece. An den Seiten bleibt auch ziemlich simpel wieder. Wir haben diese Striche so gesehen und den Namen von Marty. Hinten in dem Fall ist nicht mehr in diesem Orange gehalten, sondern in diesem knalligen Blau. Mit der Schrift Back to the Future in diesem Weiß gehalten. Ziemlich simpel, ja. Innen drin haben wir noch so einen Layer mit den ganzen Künstlern, die sich gekümmert haben um diese Figur, aber nichts Besonderes, also gibt es auch keine weiteren Bilder und so, das ist eigentlich nur ein kleiner Hinweis auf ein Zubehör, was wir eh demnächst sehen werden. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, machen wir jetzt einen Cut und gucken wir uns den guten Marty ein bisschen besser an. Deswegen, bis gleich. So, schauen wir uns jetzt an, was der gute Marty dieses Mal alles dabei hat im Vergleich zum ersten Film. In dem Fall haben wir wieder 8 austauschbaren Händen. Hier sehen wir schon mal 6. Und mal wieder, die meisten Händen sind ja für die linke Hand. So, dann haben wir noch etwas, was natürlich wichtig ist für den Film. Nämlich diese Zeitschrift hier, wo ja die wichtigsten Sportergebnisse der letzten 50 Jahren praktisch angezeigt werden. Damit hat er so gesehen ja Biff, so gesehen die Zukunft ja geändert. Für die, wo ihr natürlich den Film angeschaut haben, wissen, was ich damit meine. Ich gehe mal davon aus, es wird auf jeden Fall ein bisschen gespoilert, weil ich meine, Zurück in die Zukunft sollten wir mal gesehen haben. Ganz cool, unterschiedliche Seiten. Zu lesen, glaube ich, ist ein bisschen schwierig. Hier haben wir sogar auch noch die passende Tüte dazu, was man auch in dem Film sieht. Und das Ganze können wir so gesehen da reinschieben. Dann bekommen wir noch eine Zukunft Pepsi. In dem Fall haben wir auch kein originalen Logo. Aber zumindest sieht es so aus auch wie in dem Film. Die Form zumindest und die Farben stimmen auch. So, und dann gucken wir uns ein paar Sondersitze an. Einmal nämlich wieder die Uhr von Marty, auch wieder ganz gut geworden, auch wenn man in dem Fall muss man sagen, verglichen zu die Version aus dem ersten Teil, das ist ein Detail, der praktisch fast gar nicht gesehen wird danach, weil die Jacke von diesem neuen Marty, so gesehen aus dem zweiten Teil, so eng ist, dass ja, das verdeckt praktisch die Uhr komplett. So, jetzt kommen wir ja zu das hier. Das ist ein austauschbaren Haarfrisur. So gesehen, das wird später dann befestigt. Das hat einen Magnet. Und hier haben wir auch noch die Mütze, was Marty so gesehen auch in der Szene anhat. Die Mütze wurde extra gedacht, wirklich für diesen Haarschnitt hier. Also das können wir ja nachher so gesehen in den anderen Haarschnitt nicht drauf tun. Das ist wirklich gedacht nur für diesen Haarschnitt hier. Aber ja, an sich ganz cool mit diesen, ich glaube, Flickflack-Farben, nennt sich sowas, bin ich mir nicht sicher. Dann haben wir auch wieder eine Zeitung, wie auch im ersten Teil. Nur in dem Fall muss ich sagen, viel besser, weil in dem Fall haben wir wirklich eine richtige Zeitung. Also nicht nur ein Blatt, sondern es ist komplett zum Aufmachen mit mehreren Seiten, verschiedenen Bildern. Und das ist jetzt auch noch die Zeitung aus der Zukunft, weil das können wir natürlich erkennen an das Bild hier vorne.
Am Anfang zeigt er Doc so gesehen, dass auf das Bild hier eigentlich der Sohn von Marty, von Marty wäre, der verhärtet wird und ja, und am Ende des Films ändern die natürlich die Zukunft, so wie die das halt haben wollen und so, und dann ist nicht mehr Marty hier, sondern eher der Sohn von Biff. Genau. Das, dann gehen wir noch auf die andere Seite. So, das ist jetzt wieder nämlich so ein Fall, wo zum Beispiel genau diese Aufkleber benutzt wurden, was wirklich echt viel ausmacht, weil dadurch sieht es wirklich um einiges besser aus. Nämlich diesen Behälter ist es eigentlich. Ich musste echt lange überlegen, was es eigentlich sein sollte, weil das hat eigentlich eher die Form von einem Subwoofer, aber ist es natürlich nicht. Ich meine, klar, hier steht Footwear, aber ganz ehrlich, das sieht dann voll wie so ein Subwoofer aus. Naja, und ich meine, die Szene in dem Film musste ich ja wieder so nachschauen, weil die ist so schnell, man versteht ja nicht genau, was eigentlich das Ding sein sollte. Man merkt, okay, das hat irgendwas mit den Schuhen zu tun und ja, und im Endeffekt, das ist eigentlich nur ein Behälter, aber nicht nur für die Schuhe. Also das sieht man leider nicht, weil das Ganze geht sehr schnell und wechselt immer wieder so die Sequenz, aber hier drin waren sehr wahrscheinlich nicht nur die Schuhe, sondern auch die Jacke, die er dann bekommt, die wir ja natürlich später sehen werden. Das Ganze, wie gesagt, kann man auf und zu machen. Richtig cool. Und wie gesagt, durch den Aufkleber sieht es auch Movie Accurate aus. Und dann kommen wir natürlich zu den coolsten Stück, sage ich mal. In dem Fall haben wir kein Skateboard mehr, sondern diesen Overboard, der ja fliegen kann. Wirklich richtig cool. Wir haben hier auch zwei Magneten, die nachher sich so gesehen perfekt anpassen zu den Schuhen von Marty. Also bedeutet, in dem Fall ist die Figur nicht einfach nur oben drauf gelegt, so wie auf dem Skateboard und so, sondern wir haben hier Magneten und ein Fuß wird so gesehen hier reingesteckt. In dem Fall hier haben wir auch Aufkleber von Mattel oder Mattel, ich weiß gar nicht, ich glaube Mattel, vielleicht wird das eher ausgesprochen. Ja, die wurden auch extra draufgeklebt, wirklich sehr, sehr cool. Ja, und ja, so das letzte Zubehör ist jetzt eigentlich nur die Originalbase, die furchtbar hässliches. Wirklich, also das ist ja so ein üblichen Stand, was so Toys natürlich schon jetzt mehrmals benutzt hat für verschiedene Figuren wie Dr. Strange, Spider-Man, Thanos und so. Davon habe ich sogar ja selber ja welche und so durch die originalen Figuren. Und ich denke mir immer, was eigentlich das sein soll. Aber ganz ehrlich, jetzt so ein Stand, so ein Dynamic Stand ist ja natürlich jetzt gedacht, damit wir ja so gesehen eine fliegende Pose machen können mit unserem Marty auf den Overboard. Aber warum zum Teufel so groß? Das ist wirklich riesig. Nimmt viel Platz weg. Vorne natürlich Nameplate, Marty McFly, Back to the Future Part 2. Und ja, diesen Papp-Untergrund und so, was ja so leicht glänzt, weil die ja ein bisschen Wasser darstellen und so. Aber ja, wirklich furchtbar. Ich denke mir immer, wenn man sich schon die Mühe gibt, so einen riesen Stand zu machen, dann macht doch ein Diorama daraus. Also, weil ich meine, wenn ich schon die Fläche ja benutzen will, dann macht mir ein bisschen Diorama, so einen richtigen Diorama, nicht so sowas, weil das ist einfach nur furchtbar. Und ja, wie gesagt, nicht so toll, aber Gott sei Dank, mein Kumpel hat ja Glück, weil er wird ja einen Custom-Stand kriegen, in dem Fall nicht von mir, sondern der Vorbesitzer hat da sich schon eins machen lassen, was richtig cool aussieht und nicht so wie so ein Scheiß hier. Und den werde ich ja bei euch auch demnächst zeigen, wenn wir uns auch die Figur anschauen. So, deswegen machen wir jetzt einen Schnitt und gucken wir uns den guten Marty ein bisschen besser an, würde ich sagen, oder zum ersten Mal an. Deswegen, bis gleich. So Leute, fangen wir mal an. Wie man schon sehen kann, die Custom Base, was ich euch vorher schon erwähnt habe, in dem Fall extra für den Film Back to the Future 2 oder Part 2 gemacht. Also das Ganze hat wirklich die Form von das Logo von Zurück in die Zukunft. Wirklich sehr, sehr schön. Ich muss sagen, erinnert, was an Material angeht, ist sehr, sehr ähnlich wie meine. Also die Stands, was ich mache, nur in dem Fall, sage ich mal, aufwendiger verarbeitet, weil ich benutze immer eigentlich eine bestimmte Form immer für alle, weil ich möchte, dass die wirklich so ordentlich in der Sammlung aussehen, mit allen die gleichen Formen, nur unterschiedliche Bilder. In dem Fall ist wirklich explizit, sage ich mal, für nur diese Figur gemacht. Also da kann man danach nichts mehr ändern. Man kann den entweder nur für ihn benutzen oder so gesehen für Doc, aber für andere Filmcharaktere, die mit Zurück in die Zukunft nichts zu tun haben, natürlich nicht. Aber das ist egal, das wurde ja so entschieden und ich finde das wirklich sehr, sehr toll.
So, und ja, fangen wir mal mit seinem Outfit. In dem Fall haben wir ja die ganz coolen Nike-Schuhe, was wir am Anfang des Films ja so gesehen sehen, was er auch bekommt. Und ja, in dem Fall wieder hier diese ganze Nike-Logos oder Aufkleber, die sind nicht standardmäßig, die wurden ja extra dann draufgeklebt. Und das ist mal wieder so ein Detail, der einfach einen Unterschied ausmacht, wirklich. Also, wie gesagt, im Normalfall wäre das nicht so, da wäre einfach nichts drauf. Und jetzt, wie gesagt, haben wir die Möglichkeit, das Ganze auf jeden Fall mehr movie-accurate zu haben. Hier haben wir auch noch zwei Aufkleber. Diesen Mac, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was es sein soll. Vielleicht ist es so, dieses Modell von den Schuhen, weiß ich nicht. Aber wenn er das drauf gemacht hat, gehe ich dann stark davon aus, dass es auch so aussieht in dem Film. Ja, das sind wie gesagt die Schuhe. Richtig cool. Die Hose im Endeffekt ist die gleiche wie aus dem ersten Teil, nur kürzer, damit so gesehen die Stiefel nicht gestört werden. Ich weiß gar nicht, ob das sich die eigentlich so hochrollt in dem Film oder ob die vom Anfang an so aussah. Aber ich gehe davon aus, die hat er sich wahrscheinlich so hochgerollt. Weil die, wie gesagt, die gleichen, der hat ja im Endeffekt am Anfang des Films ja noch den gleichen Outfit wie im ersten Teil. Und wie zum Beispiel jetzt auch einen roten T-Shirt. Diesen roten T-Shirt hier drunter ist ja der glitzergleiche wie aus dem ersten Teil. Nur da zieht er ja seine Jeansjacke aus und noch ein Hemd, ja, mit dem Hosenträger, was er im ersten Teil anhatte. Hier, das ist ja witzig, das sind ja die Taschen von der Jeanshose, die so rausgeholt sind, weil das sagt ihn, glaube ich, am Anfang ja Doc. Das soll er ja machen, weil angeblich so in der Zukunft und so läuft jeder so rum und so und das ist in und bla bla. Und er soll ja so aussehen wie sein Sohn, genau. So, und dann kommen wir jetzt nämlich zu etwas, was neu ist, nämlich ja diese Jacke, was er am Anfang des Films auch anzieht, mit den Schuhen. Ich muss sagen, ich dachte, das wäre aus so einer Art Kunstleder, bevor ich die Figur bekommen habe. Also ging ich davon aus, aber ist es nicht. Das ist wirklich Gummi. Das ist, und das fand ich ehrlich gesagt nicht so cool. Ich habe mir die Szene wieder angeschaut und ich muss sagen, ich bin mir da nicht sicher, ob das tatsächlich auch in dem Film das aus Gummi ist. Das ist schwer zu erkennen. Ich meine, ich habe jetzt die Szene wieder so kurz auf dem Handy geschaut. Und da war ich mir unsicher. Aber das müsste ich mal echt mal den Film anschauen, um genau zu betrachten, ob das tatsächlich Gummi sein soll in dem Film. Weiß ich nicht. Und genau weil es aus Gummi ist, könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn ihr natürlich die Arme biegt, dann entstehen natürlich gleich so ziemlich heftige Falten und auf Dauer wird diesem Gummi hier kaputt gehen. Deswegen kann ich nicht unbedingt empfehlen, die Arme auf jeden Fall auf 90 Grad zu anwinkeln. Also das wäre nicht eine gute Idee. Vielleicht macht ihr so wirklich so 20, 30 Grad maximal, aber niemals auf 90 Grad die ganze Zeit zu positionieren oder zu posen, weil die Jacke wird irgendwann auf jeden Fall draufgehen. Da bin ich mir mehr als sicher, weil das ist wirklich, wie gesagt, so ein richtiges Gummimaterial. Aber sonst sieht die Jacke an sich wirklich richtig schön aus. Hier haben wir wirklich auch schöne Textur. Das Ganze ist ja nicht glatt, sondern es ist so ganz kleine Perlen, würde ich mal sagen. So ganz, ganz feine. Ich schätze mal, das Ganze wurde wahrscheinlich gedruckt oder so. Aber wirklich sehr, sehr toll. Die zwei Taschen auch hier vorne. Wirklich sehr cool. So, und jetzt würde ich mal sagen, gucken wir uns den Headscale von Michael J. Fox. In dem Fall, das ist jetzt auch die andere Frisur, die Standardfrisur, die ihr vom Anfang an bekommen werdet. So, was kann man zu diesem Headscale sagen? Also verglichen ja mit dem Headscale von dem ersten Teil, meiner Meinung nach sieht das hier besser aus. Wir haben eine bessere Likeness zu Michael J. Fox. Er wirkt auch ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen älter im Vergleich ja zu den ersten. Klar, natürlich auch im Echt war der ja ein bisschen älter, aber allgemein irgendwie, ich finde, die haben hier irgendwie die Likeness viel besser hinbekommen wie im ersten Teil. Trotz allem muss man sagen, auch hier haben wir keine hundertprozentige Likeness, niemals. Also wenn der aus dem ersten Teil, sage ich mal, eine Likeness hatte von 75%, sind wir hier bei 85%, was auch schon auf jeden Fall mehr ist. Ne? Also wie gesagt, kommt drauf an, auch was mit dem Winkel, zum Beispiel so wirklich von der Seite, merkt man schon eine gute Likeness von Michael J. Fox. Aber wenn man sich das natürlich wieder so frontal anschaut, dann sieht er nach irgendjemand anderem, so eine Mischung aus Michael J. Fox und irgendjemand anderem. Das ist, ja, wie gesagt, auch keinen perfekten Headscape in beide Versionen.
Hier auf jeden Fall eine kleine Steigerung. Immerhin, wie gesagt. Und das natürlich in Originalzustand. Ich kann mir gut vorstellen, was mir hier wiederum mehr stört wie im ersten Teil. Auch wenn da meiner Meinung nach auch nicht super gelöst war. Auch sind auch wieder die Haare. Meiner Meinung nach, die Frisur stimmt halt nicht so ganz, wie er in einem Film aussieht. Und in dem Fall dadurch, dass die Haare ja nicht mit dem Kopf gesculptet sind, weil die sind ja separat. Wir können ja die ja tauschen, damit wir ja so gesehen auch die Mütze ihm verpassen können. Wirkt das Ganze ja noch dicker und voluminöser. Ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie nicht so gut gelungen, was an den Haaren angeht. Ich meine, sieht so aus, ob der ja so ein ganz kleines Gesicht hat und dann, wenn man sich das wirklich so von der Seite anschaut, dann denkt man, oh Gott, was ist das für ein Riesenkopf, ne? Aber Gott sei Dank, im Normalfall tut man ja die Figuren ja immer von vorne ja displayen, von daher, ja, halb so wild, sage ich mal. Okay, jetzt haben wir uns den, sage ich mal, gut angeschaut, wir machen jetzt noch einen Schnitt. Ich versuche den halt ein bisschen zu posen und ja, wir kommen zum Endpart. Deswegen, bis gleich. So, Endpart. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt die Figuren a little bit gepost. Nichts Besonderes. Ich muss sagen, das ist auch gar nicht so einfach. Also diesen Custom Stand, so schön der auch ist, ja, so die Mega-Posen kann man damit nicht machen. Also so eine fliegende Pose sowieso nicht. Ich habe es trotzdem versucht, um zu sehen, ob ich das ausbalancieren konnte, aber leider nicht möglich. Ja, wobei einfach vom System her einfach nicht gleich ist. Ja, in dem Fall habe ich auch jetzt sogar die Frisur geändert mit der Mütze. Sieht auf jeden Fall cool aus, gefällt mir. Und ja, und was kann man ja sonst sagen zu dieser Figur? Wie, meiner Meinung nach auf jeden Fall auch eine gelungene Figur. Eine bewegliche Figur auf jeden Fall. Man wird leider nur ein bisschen limitiert von der Jacke. Wie gesagt, die Arme aus, zumindest die Ärmel aus der, von der Jacke, aus diesem komischen Gummi, werden ja mit der Zeit, wenn ihr die wirklich die Arme anwinkelt und so, das wird euch hundertprozentig dann irgendwann kaputt gehen. Deswegen tut die Arme wirklich nicht anwinkeln. Oder wenn ihr das unbedingt machen wollt, dann müsst ihr die Jacke ausziehen. Ich weiß jetzt, ich kann mich jetzt nicht natürlich nicht perfekt erinnern, wann der die Jacke auszieht oder für wie lange in dem Film. Aber ja, das kann ich euch echt nur empfehlen, weil sonst macht ihr das irgendwann echt kaputt. Das ist vielleicht den größten Manko, was ich an dieser Figur sehe. Zumindest für mich, weil ich tue ja meine Figuren eigentlich immer wieder umposen und so. Und wenn ich dann sehe, dass ich halt immer wieder so ein bisschen limitiert werde, mich persönlich stört das. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine coole Figur. Wie gesagt, genügend Zubehör. Klar, nicht alles braucht man jetzt die ganze Zeit. Manche Sachen sieht man nur in bestimmten Szenen, aber immerhin hat man ja das Ganze dabei und das ist cool. Die einzige Sache, ja, wie gesagt, die mir halt nicht so passen, hatte ich ja schon gesagt, jetzt das mit der Jacke und Headsculpt auf jeden Fall eine bessere Likeness, finde ich, im Vergleich hier zu den ersten. Auch nicht spot on, aber immerhin ein bisschen mehr Likeness ist dieses Mal auf jeden Fall dabei. Und ja, okay, gut. Und die Original Base ist meiner Meinung nach ein absolutes No-Go, aber das ist auch natürlich Geschmackssache. Ich finde auf jeden Fall das hier eine bessere Option jetzt mit diesem Custom Base und ja, mit dem Overboard kommt auf jeden Fall das Ganze schon richtig nice, also sieht schon sehr, sehr cool aus. Das mit dem Magnet vielleicht hätte ich ein bisschen anders gemacht, weil ich habe gemerkt, jetzt wo ich die Figur so, jetzt so gepostet habe, dass wir nur vorne ein Magnet haben, hinten nicht. Und diese Schlaufe hier ist nicht gedacht, damit er so gesehen seinen Fuß hier rein so durchschieben kann. Weil das ist ja um einiges kleiner wie so seine Stiefel, also das geht nicht. Und außerdem, ich hatte ja die Szene wieder so nachgeschaut, das wäre auch nicht movie accurate. Also er tut seinen Fuß wirklich auf die Schlaufe drauf und nicht so gesehen durch. Aber ja, wie gesagt, das ist halt so. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, eine coole Figur, gefällt mir. Von mir bekommt 8,5 von 10 möglichen Punkten. Ich glaube, an meinem Marty hatte ich 8 Punkte verpasst. Ja, 8. Und in dem Fall gebe ich 8,5. Wie gesagt, eher wegen dieser Likeness von den Skype, das mir hier, wie gesagt, besser gefällt. Ja, und jetzt seid ihr dran. Ne? Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Welche Marty habt ihr euch geholt aus dem ersten Teil, aus dem zweiten Teil?
Ich werde dann noch zusätzlich noch ein Video hochladen, wo ich beide Figuren nebeneinander so zeige und werde ich halt so ein bisschen Smalltalk machen, was ich denke, wirklich was mir gefällt über die eine Figur oder über die andere oder was mir eher weniger gefällt. Aber wie gesagt, ihr könnt auch jetzt schon in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Vergesst natürlich wie immer nicht meinen Kanal zu abonnieren und Like zu hinterlassen. Auf meinen Instagram-Account zu schauen, findet ihr immer in der Beschreibung, die Kollektionista 1988. Das ist alles und ich sage euch bis zum nächsten Mal. Tschüss.